Beispiel Gesundheitsreform. Also wie beendet man die kapitalistischen Fehlentwicklungen, zum Beispiel im Bereich Gesundheitsreform, Pharmaindustrie und so weiter? Stellen Sie sich vor, der Hausarzt hat, mein Hausarzt ist da hinten quasi. Er bekommt von einem Tag auf den anderen, muss er nie wieder Abrechnungen machen oder Papierkrieg. Dadurch hat er viel Zeit frei. Diese Zeit verwendet er, indem er mir einen spaßmachenden Gesundheits-Lifestyle-Club anbietet. Ernährungskurse kostenlos, Sportkurse, Sportverein kostenlos, Fitnesscenter kostenlos. Vielleicht assoziiert er sich mit einem Fitnesscenter, alles kostenlos, weil wir zahlen ja Krankenkassenbeitrag. Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Comedians werden eingeladen, die Gesundheitsbewusstsein wecken auf spaßige Weise. Es entsteht so eine richtige Gemeinde. Die Menschen kommen aus ihrer Vereinsamung raus. Es finden sich Liebespartner. Manche tun sich zu Wohngemeinschaften zusammen. Wir kommen auf den Urkommunismus zurück, aus dem wir Menschen mal herkamen wieder. Und zwar um jeden Hausarzt rum solch eine Gemeinde. Und der Arzt kriegt dann am meisten Geld, wenn ich nie krank werde. Und etwas weniger, wenn ich häufiger krank werde. Daten müssen natürlich dafür erhoben werden, aber dadurch wird sich die gesamte Gesellschaft in Richtung Gesundheit, auch der Lebensmittelhändler kriegt einen Gewinnzuschlag von der Krankenkasse, wenn er mithilft, so also seinen Supermarkt umgestaltet in einen Gesundheitsverführungsmarkt, dann kriegt er den größten Profit. Das heißt, für ihn ist es dann nicht mehr interessant, Nutella zu verkaufen, weil er kriegt ja viel höheren Profit, wenn die Leute nicht krank werden. Und wenn ich dann mit meiner Krankenversicherungseinkaufskarte bezahle, und dann wird ja klar, welcher Händler mir was verkauft wird, und dann wird es assoziiert mit meinem Gesundheitszustand, mit den Kosten, die ich verursache, gesundheitlich bezüglich Operationen oder sonstigen schweren Krankheiten. Und meine Wohlfühlnoten werden entscheidend. Das heißt, ich gebe jeden Monat zum Beispiel, wir können über alles diskutieren, jeden Monat eine Note ab, wie fühle ich mich als Mensch. 3 bis 4 fangen wir an, fühle ich mich jetzt 6- oder 1+, ja, riesiger Spielraum, und damit bestimmen wir über die Gewinne aller Firmen, mit denen wir zu tun haben. Die 20 anderen Reformen sind so ähnlich. Das heißt also, mit den 20 Reformen wird die gesamte Gesellschaft so umgebaut, dass ihr Gesundheitszustand und ihre Wohlfühlnote über alle Gewinne aller wirtschaftlichen Teile entscheidet, mit denen sie jemals zu tun haben. Und sogar auch der, mit denen sie nicht zu tun haben, damit die dann auch motiviert sind, die Umwelt zu reinigen, auch für sie. Ja, weil all unsere Gesundheitsdaten, eine saubere Umwelt, eine gereinigte Umwelt, eine klimaneutrales Deutschland, bringt dann die meisten Profite für die Firmen. Beim Klima müssen wir dann nochmal nachhelfen, machen wir dann nochmal extra, aber das können wir uns dann leisten. Denn dieses System erzeugt, allein die Gesundheitsreform erzeugt nach Meinung des Präsidenten des Allgemeinen Patientenverbandes in Deutschland, das ist der Arzt Christian Zimmermann, locker jedes Jahr 70 Milliarden plus. Und jetzt letzter Satz, bevor ich Sie nach Ihrem ersten Eindruck frage. Natürlich müssen wir die Aktionäre der Pharmakonzerne, die deutschen Aktionäre, entschädigen, damit sie in diesen Transformationsprozess, der einen etwas geringeren Absatz bei den Medikamenten zur Folge haben wird, einwilligen. Und ja, wir müssen Dividenden konstant halten, aber wenn wir jedes Jahr 70 Milliarden plus machen, 20 Milliarden verwenden, um die Konzerne mitzunehmen in dieser Transformation, dann haben wir 50 Milliarden fürs Klima und können 5 Kohlekraftwerke stilllegen, erneuerbare Energien hochfahren und den frei werdenden Kohlemitarbeitern mit fürstlichen Geldern unterstützt, neue Arbeitsplätze verschaffen. Leuchtet? So, jetzt Ihr erster Eindruck zum dritten System der zweiten Sciences for Future. Ja, klingt auf jeden Fall super. Vor allem finde ich den Ansatz wesentlich, dass man Anreize setzt, für Gesundheit zu sorgen und nicht mit der Krankheit Geld zu verdienen. Das ist auf jeden Fall ein Fehler, der korrigiert werden muss, aus meiner Sicht. Ich kann vielleicht noch ergänzen. Für die Professoren ist der jetzige Gesellschaftsordnung, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, eine einzige Fehlanreizgesellschaft, die durch positive Anreize korrigiert werden muss. Ja, gut.
Ja, und ich denke mal, dass das ganz viel verändert. Also ich einfach, wenn ich heute zum Arzt gehe, der kriegt halt kein Geld für die Beratung, die er mir gibt, um mich gesund zu halten letztendlich. Das heißt, also sie sind ja sehr schwach aufgestellt, was Ernährungsberatung betrifft zum Beispiel. Oft muss ich vielleicht einfach nur die Ernährung umstellen und bleib damit gesund. Bei den Professoren sind übrigens einige der besten Ernährungsmediziner Deutschlands mit dabei. Ja, von daher, also klingt es einfach super. Ich finde es, jetzt muss ich mal überlegen, also ein bisschen frage ich mich gerade noch, wie funktioniert es, wenn jemand einfach krank ist und ich sag mal eine Operation braucht oder eine bestimmte Behandlung und da muss natürlich auch eine entsprechende Vergütung. Da gibt's dann mehrere Systeme. Man könnte einmal sagen, dass man erstmal dieses System nur auf die Hausärzte anwendet und die Operation normal bezahlen lässt. Das wäre eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, wir ziehen auch die Operateure in das System rein. Das heißt, für jedes Monat, den die Operation nachhaltig Gesundheitsfolge hat, gibt es einen Zuschlag. Und wenn das 10 Jahre, eine Operation 10 Jahre keine Nachfolgeoperation benötigt, weil sie so gut gemacht war, gibt es 10 Jahre lang eine Ausschüttung. Und wird er dann wieder krank, der Mensch, endet die Ausschüttung. Dann haben sie die mit drin, die Operateure, ja? Das heißt, oder man könnte auch, ja, also so insgesamt kann man also entweder gleich alle mit reinziehen oder erstmal nur mit den Hausärzten beginnen. So dass der Hausarzt erstmal nur der präventive Abfangjäger wäre, der die Zahl der Operationen automatisch reduziert. Aber das können wir machen, wie Sie wollen. Nochmal so meine Schlussfrage, weil Sie sich ja jetzt sehr positiv geäußert haben. Wo könnte noch ein möglicher Kritikpunkt an dem dritten sein? Denn Wissenschaftler sind ja extrem selbstkritisch. Die Besten der Welt stellen immer alles auch in Frage. Deswegen, wo sehen Sie noch einen möglichen Schwachpunkt dieses Systems? Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass, vielleicht muss ich Ihnen das aber noch sagen, wir sehen nur eine Realisierungschance für dieses System. Greta und Fridays for Future sitzen jetzt gerade hier, alle Journalisten der Welt um uns rum, und Greta sagt nur einen Satz: Lasst uns doch in jeder Talkshow der Welt in Zukunft über das dritte System diskutieren, in jeder Veranstaltung überall diskutieren, ob das die Lösung ist für die Weltprobleme. Ja? Und dann wird es eine weltweite Diskussion geben, automatisch. Also Sie wollen jetzt das dritte System jetzt in Fridays for Future eintragen und... Ja, weil ganz einfach, ganz nüchtern gesagt, unsere ehemalige Bundesministerin, die Sie sich gleich auf dem Handy anschauen können, ist nicht mehr prominent genug, und wir haben das gerade eben wieder erlebt. Gerade war RTL da. Und die haben gesagt, ja, was Sie mir jetzt gerade über die Scientists for Future 2 gesagt haben, klingt ja total spannend, aber ich habe den Auftrag, hier nur die prominenten Personen zu filmen, und das sind nur die Schüler von Fridays for Future. Also das heißt, unser Journalismus ist fixiert auf Prominentenablichtung. Und Greta löst Reaktionen aus und Fridays löst Reaktionen aus im Kontext der Frage einer besseren Welt. Und diese Chance, wenn wir die verpassen, fürchte ich persönlich, dass wir nie eine Verbesserung kriegen. Gut, dann können wir es abschließen, dass wir uns einig sind. Es ist immerhin wert, es wäre wert, dass Greta Thunberg und Fridays for Future und die ganze Welt darüber diskutieren, zumindest kontrovers diskutieren. Wäre doch ein gutes Talkshow-Thema. Ja, klar.